Ich bin Vater. Ich kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. Ach, werden wir nicht. So. Diese Einheit ist ersetzbar. Ja, wir müssen uns jetzt so ein bisschen an den Dingern hier vorbeischmuggeln. Die dürfen uns nicht entdecken. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Oh. Doch, natürlich kann ich das. Mehr Hilfe werden wir nicht bekommen. Nun sind Sie dran. Entwickeln Sie das Antivirus und machen Sie schnell. Okay. Warnung. Produktion gestoppt. Wo ist denn das blöde Antivirus? Antivirus. Forscher. Ah, brauche ich mehr Forscher für. Okay. Kriegen wir hin. Ich gehe mal ein wenig wieder auf Vorspulmodus hier. So. Und von mir ist so. Wir warten jetzt, bis der Rest voll läuft. Mit einem größeren Rechenzentrum ginge meine Arbeit schneller voran. Naja, muss wohl auch so gehen. So. Ich kontrolliere die Verteidigungsanlagen der Stadt. Ich glaube, das muss ich da wieder rausnehmen. Ist zwecklos. Durchbrechen Sie Vaters Verteidigung. Verwenden Sie in der Nähe oder meine Vaters Arche. Okay. Antivirus. Speicher mal ganz kurz. Spiel gespeichert. Weil ich vermute, dass sich mich die Türme hier vorne angreifen werden. Das vermute ich sehr, sehr stark. Aber wir wollen natürlich... Sie können mich nicht stoppen. Frage ist, ob so lange mein Schiff lebt. Das dachte ich mir jetzt nämlich fast. Dass mein Schiff gar nicht so lange lebt. Oh, da muss ich mich hier wirklich reinkämpfen, ja? Das heißt, wir brauchen noch ein paar Schiffe und so weiter. Okay. Gut. Nicht so schön. So, dann laden wir erstmal. Ne? Also ich lade mal den Quick Save von gerade. So, da sind wir wieder frisch geladen. Ich würde jetzt überlegen, kann ich denn... Kommandoschiff kann ich auch nicht bauen. Okay. Gucken wir mal, ob hiervon noch was aufsteigt. Ich baue derweil noch ein paar Häuser. Dann würde ich eigentlich ganz gerne das hier abreißen und das hier abreißen und dafür das hier rüber bauen. Und dann noch ein paar Hütten einsetzen.
So. Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Boah, ich will halt aber eigentlich von den... Oh, hier gibt's Getränkemangel. Ehrlich jetzt? Oh ja, Tatsache. Na, denn bauen wir halt noch ein paar Getränkedinger da. Vielleicht sollten wir auch in den Baumodus dazu wechseln. Das soll durchaus helfen, habe ich mir mal sagen lassen. Da baut es sich besser. Also ich baue jetzt natürlich echt kreuz und quer, ne? Also nicht wirklich schön muss man... Na, sag mal. So. Nicht wirklich super. Wie habe ich denn das immer gebaut vorher? So, glaube ich. Da und da. So. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Dann nehmen wir das dann nämlich wieder weg. Da. So, ist eh hässlich. So. Ja, fangt mal an zu bauen und so. Ja, los bei euch. Ah, da wächst schon ein bisschen was. Sehr schön. Ihr habt halt einfach ganz einfach keine Aktivität mehr. Ich spule mal ein bisschen vor. Getränke sollte jetzt ja auch bald volllaufen. Genau. So, und jetzt könnten wir hier noch ein paar... Warnung. Produktion gestoppt. Ja, ich weiß, weil Beton und so alles vorläuft, ne? Ich weiß. So, stopp. Und was wir jetzt machen? Wir nehmen unsere Handelsroute und schmeißen dort jetzt den Trimaran rein und den raus. Dann bauen wir hier noch ein Dingsschiff. Und du fährst wieder zurück. Dann haben wir drei Schiffe. Ich glaube, das ist ein bisschen besser, oder? Dann haben wir drei Schiffe. Ich glaube, damit sollten wir ganz gut da reinbrechen können. Genau, den Virus habe ich ja hier drin. Oh, hier ist nur kein Platz. Ist ja auch egal. Gut, denn, dann ist es halt so. So, fahren wir rüber. Du wirst auch gerade gebaut. Komm, bau mal ein bisschen schneller. Fertiggestellt. So. Dann fahrt mal hier hin. So, Angriff die zweite. Ich würde sagen, wir nehmen zumindest so ein paar der Geschütze raus. Wir haben ja hier praktisch vier Stück in dem Innenbereich. Das ist echt ein bisschen hart. Also... Deswegen nehmen wir die Dinger mal ein bisschen auseinander.
So, du natürlich auch bitte. Du ziehst dich mal da so ein bisschen aus dem Gefecht, bitte. Habe ich ja eigentlich schon ein Repair-Ding da aufgebaut? Kann ich sowas überhaupt bauen? So ein Reparatur-Dock. Vielleicht sogar ein, zwei Anläufe brauchen. Das ist ja krass, dass es, Achtung, Produktionsstillstand. Das dauert jetzt halt so ein bisschen. Oh, oh, du musst raus hier. Du musst raus! Shit, da ist es doch noch untergegangen. So eine räudige Kacke, müssen wir sozusagen. Du wirst gerade repariert, dann bauen wir halt hier nochmal ein neues. Mein Gott. Wir können's ja. Oh Gott, es dauert echt ewig, ne? Ich habe irgendwie das blöde Gefühl hier. Kommst du mal hier rüber, bitte? So, die Viper muss jetzt auch zurückfahren zum Reparieren. Mein Gott, dass das jetzt so ewig dauert. Fahrzeug fertiggestellt. Kannst du auch gleich hier rüberfahren, bitte? So, ich würde noch eine Seile und dann darfst du schon wieder umdrehen. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ach. Erzähl doch sowas nicht. So, wir schaffen das heute noch. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Theoretisch können wir uns jetzt gleich nochmal sammeln und dann praktisch mit einem Schwung reinfahren, würde ich fast vorschlagen. Weil wir haben jetzt nur noch zwei Türme, denn... So. Ist auch gerade nochmal so geflüchtet. Gut, dann schwimmen wir mal ein bisschen vor hier. Dass die Dinger mal ein bisschen repariert werden. So, Schiff 2 wird auch repariert. Warnung. Produktion gestartet. Ja, ja, ist gut. So. Vielleicht ohne den Trimaran, aber wir können uns denn jetzt gleich nochmal auf den Weg machen. So. Boah, hat er sich repariert? Kann ich denn hier vielleicht den Virus auch schon...
Offensichtlich nicht. Stell mich mal hier rein. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Doch, ich glaube, das sieht jetzt gut aus. So, und dann hier alle rauf. Das sieht doch super aus. Alle Geschütztürme sind fast weg. So, jetzt sind alle weg. So. Upload gestartet. Gleich ist das Antivirus im Netz und in Fathers System. Hoffentlich funktioniert's. Ja, das hoffe ich auch. Es funktioniert. Da, Father verliert die Kontrolle. Wir bekommen einen Netzcluster nach dem anderen zurück. Ehrlich? Sieht noch nicht so aus. Beeilen Sie sich. Father hat sie lokalisiert. Seine Drohnen haben sie fast erreicht. Was? Ich bin doch gar nicht mehr da. Die Systeme reagieren wieder. Der Antivirus scheint zu funktionieren. Das Core-Netzwerk ist wieder unter unserer Kontrolle. Na, hoffen wir mal, das bleibt so, ha? Huh? Menschen, Sie stellen sich gegen mich? Inakzeptabel. Ich werde sie vernichten. Oh oh. Die Zeit wird kommen. Ja, da haut mal eben die komplette Arche ab. Das ist ja auch sehr geil. Tschüss, Vater. Wir sehen uns bestimmt wieder in der nächsten Mission. Hab ich recht? Ja, okay. Wie auch immer, diese Mission ist jetzt vorbei. Ich danke wie immer fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid bei der nächsten Mission Anno 2070 wieder mit dabei. Bis dahin denn. Tschüssi.